Proklamation. Ich sitze hier und kann nicht anders. Ich, der Mann aus der Familie Schröder, bin ein Mann aus Fleisch und Blut, ein vom allmächtigen Schöpfer mit freien Willen beseelter Mensch und durch Abstammung nachweislich Preuße. Ich befinde mich im Besitz meiner vollen geistigen Kräfte und gebe mich hiermit als Mensch zu erkennen. Vor Yahuwah Gott, dem Schöpfer und dem Menschen, von dem Willen beseelt, dem Frieden auf Erden zu dienen, mache ich gemäß der preußischen Verfassung von 1850 diese Proklamation gehörig. Im Namen von Yahushua, Jesus Christus Immanuel, dem König aller Könige, bitte ich um ein rechtmäßiges Erbe vor Gott, von Gott, dem Schöpfer, gegeben, den Boden meiner Heimat Preußens, den preußischen Boden, welchen meine Vorfahren als Erbe bis heute erhalten haben. Darum fordere ich hiermit meine Staatsbürgerschaft des Königreiches Preußen ein und die damit verbundenen Boden- und Lehensrechte. Und aufgrund der Vertreibung meines Großvaters Horst aus der Familie Schröder, einst geboren zu Habelschwert in Schlesien, musste er in anderen Ländern Fuß fassen, weshalb auch ich heute in Bayern lebe. Somit fordere ich zusätzlich meine Staatsbürgerschaft des Landes Bayern nach der Verfassung Preußens von 1850 mit den damit verbundenen Boden- und Lehensrechten ein. Damit der Abfindung des gesamten bayerischen Hochadels im Jahre 1918 alle Erbrechte nach der preußischen Verfassung von 1850 automatisch an das Königreich Preußen zurückgefallen sind. Ich nehme Herrn Wladimir Schirinowski beim Wort, Preußen in voller Größe mit Hilfe Russlands wiederherzustellen. Dies soll geschehen, ohne die dort lebenden Menschen zu vertreiben. Diese unveräußerlichen Erbrechte wurden in den Jahren 1848 und 1850 von Friedrich Wilhelm IV. Uns Menschen übertragen. Mit der preußischen Verfassung von 1850, welche bis heute gültig ist, ist der Mensch mit Beginn der Geburt in Verbindung mit dem gültigen preußischen Landrecht Träger aller Rechte. Und diese nehme ich hiermit wahr. Gezeichnet, Tillmann aus der Familie Schröder, zu Oberstaufen in Bayern, den 21. Dezember 2020 dieser Zeitrechnung. Ja, lasst mich hinzufügen, sowas ist eine besondere Sache, eine wichtige Sache. Ich habe mich hiermit als Mensch nicht nur zu erkennen gegeben, sondern auch zurückgemeldet. In einem anderen Video möchte ich darauf näher eingehen, wieso zurückgemeldet auch und was es damit wirklich so auf sich hat. Aber ich möchte erstmal einen herzlichen Dank an Klaus und Jochen aussprechen, die den YouTube-Channel Preußischer Herold und auch Staatsbürgerschaft Preußen, wo er entweder inaktiv oder gelöscht wurde, aber Preußischer Herold ist nach wie vor aktiv, möchte ich mich wirklich bedanken, weil man geht auf der Suche zur Wahrheit natürlich viele, viele Irrwege. Und ich möchte mich ganz, ganz deutlich vom Deutschen Kaiserreich distanzieren. Ja, weil die meisten werden in diese Richtung gelockt, richtig gelockt. Und das soll wohl auch, das ist vielleicht auch Sinn der Sache, dass das so gemacht wird. Und da sei mal gesagt, dass das eine üble Sache ist.